Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe 46 Pilze gegessen, um mich komplett hochzuheilen und habe dafür nochmal 5 Mana extra bekommen. Für weitere 5 hat es leider nicht ganz gereicht, aber bei 178 sind die dann dran, das heißt noch 21 Pilze. Und ich habe 5 Mana mehr. So, jetzt aber erstmal den Drachensnapper umlegen. Ich hoffe, es ist nur einer. Ich sehe gerade nicht wegen der Dunkelheit, wie viele es sind. Ich kann aber, wenn ich versuche, seitlich daneben zu... Oh je, was ist das? Ein Minecrawler. Minecrawler ist ein Harmlos. Yay! Das könnte Minecrawler Warrior sein. Da hätte ich ein bisschen mehr Probleme. Aber es ist immerhin kein Drachensnapper. Nicht so. Naja, von wegen Probleme. Das lief ja gut. Ich glaube, die Truhe... Ach nee, genau. Rechts. Zweimal rechts. Ha, das ist ja einfach. Richtig, da hätte ich ja damals keine Tiertrüche mehr. Ha. Gut, dass hier neue Gegner sind, sonst wäre ich ja nie wieder reingekommen. Nie wieder, ich sag's euch, wäre ich hier reingekommen. Ach, guck mal, Buddlerfleisch. Voll übersehen. So, und ich brauche 5 Lebenspunkte. Dunkelpilz. Und außerdem brauche ich 110 Mana-Punkte. Oh, ich habe gar keine 100er Mana-Tränke mehr, nur noch die freien. Naja, dann trinke ich halt 250er. Halt so wild. Gut. Ja, dann war hier drüben ja noch ein Gang, der abgezweigt hat. Ach, ich glaube, hier waren ganz viele Minecrawler, ne? So war das doch, ich erinnere mich. Aber warte mal, bevor ich hier weiter reingehe, das ist mir doch ein bisschen zu düster, hätte ich gerne etwas Licht. Es muss nicht unbedingt heilig sein, aber hey, wenn ich es haben kann, dann nehme ich es auch. So, richtig, hier war ja dieses Minecrawler-Nest. Das habe ich komplett gesäubert, ich erinnere mich. Aber, guck mal, ich habe gar nicht alles mitgenommen. Da liegt noch Zeug rum. Naja, ich hätte ja gedacht, dass hier noch ein paar neue Gegner spawnen. Moment, sind die neu gespawnt oder habe ich einfach den Schwanz eingekniffen, zweiten Kapitel vor dem Drachensnapper und dem Warrior und hab gesagt, nö, ist mir zu schwierig. Könnte natürlich auch sein. Nun, wie dem auch sei. Ich brauche 20 Mana. Aber aus den großen will ich mir 100er Tränke brauen. Deswegen müssen 15 reichen. Aber ganz ehrlich, ich bin zufrieden mit 165 Mana. Zumal ich ja mit den Pilzen nochmal 15 dazu krieg, wenn mich nicht alles täuscht. Bei 185. Ja, und dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Tafeln, die ich lesen kann, wo ich erstmal noch die Sprache lernen muss. Aber ansonsten steht dem nichts im Weg. Da investiere ich auch noch einmal ein paar Lernpunkte. Ist billiger als Mana direkt zu steigern, auf jeden Fall. Komme ich hier zu Xaras Turm? Da oben ging es nicht lang, ne? Da muss ich ja wohl hier lang. So, wie viele Drachensnapper haben wir? Oh Gott, sind das viele. 4 sehe ich. Ich sehe 4 Drachensnapper. Ich friere mal einen ein, gucke, wie viele herkommen. Alle. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, das ist überhaupt nicht gut. Gar nicht gut. Ich lock die mal eben weg. Dann kann ich vielleicht hier nochmal ein Eisding hinterher hauen. Da kommen nämlich noch weitere her. Da kann ich noch einen einfrieren. Und dann habe ich noch einen übrig. Na, ich habe nur 2 übrig. Was? Wieso das denn? 3? Wieso sind das 3? Oh mein Gott! Hilfe! Okay, wisst ihr was? Sich mit denen anzulegen war eine blöde Idee. Ich versuche mal, sie einfach zu umgehen. Zum Beispiel, ich mich hier am Rand entlang schleiche. Mist, da wird einer auf mich aufmerksam. So, ist er hinter mir? Ne, oder? Doch. Aber immerhin ist er zweit genug weg von den anderen, dass die jetzt nicht herkommen. Okay. Das war witzig. Aber nicht ganz so cool mitten im Kampf. Nun gut.
Ja, ich glaube, da geht's zu Xadas Turm. Was? Ach so. Okay, da war wohl der Schrei von ihm eingefroren, der Todesschrei. Ach, schön, der eingefrorene Todesschrei. Ich nenne dieses Kunstwerk der eingefrorene Schrei. Was? Okay, ich könnte jetzt weitergehen zu Xadas Turm. Ich könnte aber auch mal schauen, was es hier unten am See so alles gibt. Denn hier scheinen mir erstmal keine Gegner zu sein. Okay, da drüben sind Drachensnapper. Hier unten ist aber erstmal nichts. Ach, schau mal einer an. Ein Lederbeutel und eine Spruchrolle. Die nehme ich doch gerne mit. Gibt es hier Gegner? Sieht nicht so aus. Ich höre Harpien. Und das hier ist eine Belia-Statue. Ich könnte Lebenspunkte oder Mana spenden. Soweit ich weiß, kriegt man dafür Gold. Aber ehrlich gesagt ist es mir das nicht wert. Ach, guck mal, eine Ork-Axt. Hätte ich das gewusst, hätte ich ganz am Anfang im ersten Kapitel wollte doch Harad, der Schmied, von mir eine Ork-Axt, um mich zu seinem Lehrling zu machen. Hätte einfach nur ins Minental gehen müssen, mich quer durchs Ork-Gebiet schlagen. Ja, okay. Ich wäre gar nicht durchgekommen, weil die beiden Wachen am Eingang des Passes mich gar nicht durchgelassen hätten. Ein Blutfliege da oben. Was macht die denn da? Und es wird langsam dunkel. Fürchterlich. Ich sehe ja gar nichts mehr. Ich bin gleich da. Ich speichere mal. Auf den, was? Was habe ich denn hier gemacht? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ich hätte doch eigentlich dahin speichern müssen. 43. Ich habe irgendwie bei der 28 geguckt. Mann! Was für ein Unsinn. Was haben wir hier? Da brennt. Ah, bin ich schon da? Ach, guck mal, ich bin schon da. Ich fürchte nur, hier sind irgendwelche Gegner. Nachdem ich diese Harpchen gehört habe. Ah, was? Was? Was machen die denn hier? Ich dachte, die sind nur in Korinnes. Stirb, Abschaum. Das ist der einzige Gegner in der Nähe. Ah, da ist noch einer. So, das Zeug nehme ich mal eben alles. Und dann... Was machen die Suchenden hier bei Xadas Turm? Fürchterlich. Ja, ja, ihr werdet mich kriegen. Bestimmt. Machen wir das mal so und... Naja, eigentlich schon. Ach, guck mal. Noch eine 15 hinterher. Und dann ist mein Mana komplett voll. Sehr schön. So, das kann weg. Wie gesagt, ich will Ordnung. Ordnung ist das halbe Gothic. Und wie gesagt, bei 178 kriege ich die nächste Mana-Stufe. Also nochmal plus 5. So viel pfeife ich mir eben noch schnell rein. Weil das mit den Suchenden hat mich gerade echt geschockt. Wer weiß, was dann noch auf mich wartet. Hier bei Xadas alten Turm. Oh mein Gott. So. Ach da, 179. Habe ich zwischendurch vielleicht einen gefunden. Keine Ahnung. So, noch einen, damit es reicht. Und dann brauche ich noch 70 Lebenspunkte. Machen wir das mal so. Die 70er-Tränke würde ich mir gerne aufheben. Also noch 4 Pilze und 50er. Aber die 70er-Tränke sind halt schon... Naja, ein bisschen mächtiger als die 50er. Und das gerade nicht eilt, weil der mich ja nicht verfolgt. So, wo bist du? Da bist du. Das ging voll daneben, Mann. Das ging auch voll daneben. Alter, kannst du nicht treffen. Was war das denn? Ich kann voll nicht treffen. Jetzt reicht das Mana nicht mehr aus. Oh Gott. Warte mal. Machen wir das mal so. 50. 150, um genau zu sein. Und dann einfach nochmal einen neuen Eisblock drauf. So. Kenne ich nix. Siehst du, weil schon ist der erste weg. Voll
voll daneben. Ich weiß auch nicht, was da gerade war. Ich habe gezielt und plötzlich habe ich den Fokus verloren während dem Zaubern. Oh je, der friert gleich. Der taucht gleich auf. Ja. Das Problem ist, bei den Suchenden kann ich den Zauber nicht abbrechen, indem ich sie haue. Hoffentlich reicht das noch. Ja, das reicht noch. Gerade so. Gerade so. So, da hinten leuchtet irgendwas. Das ist aber kein Gegner, sondern ein Trank. Ach, siehst du. Ein einziger Trank und ein Snapperkraut. Ha. Das nehme ich gerne. So, Mana. Lohnt sich gerade nicht. Leben. Ganz viel. 134. Ups. Das war Verschwendung. Jetzt sind wir bei 444. Und dann brauche ich noch 80, ne? Genau. Zack und zack. Pilze. Ich mag Pilze. Pilze machen Mana. Und Mana ist super. So. Gut. Schwierige Gegner, gefährliche Umgebung, speichern. Ist, glaube ich, vernünftig. Ach, da ist noch so einer. Was machen die hier, ey? Und vor allem, warum sind die bei Xardas Turm? Und nur bei Xardas Turm? Hat Xardas vielleicht irgendwas mit den Superhelden zu tun? Oder weiß der Feind, dass ich mit Xardas zusammen war? Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, Xardas weiß von dem Feind. Dann weiß der Feind wahrscheinlich auch von Xardas. Hui! Das war gut. So, ist hier noch irgendwer? Sieht nicht so aus. Gut. Ach je, 170. Ich könnte 175 machen. Mach ich doch. Gut. So, da wäre die Gefahr hier draußen auf jeden Fall schon mal beseitigt. Ich höre Goblins. Goblins sind jetzt nicht unbedingt schlimm, aber die Harpien, die ich vorhin gehört habe, die haben mit Goblins gekämpft. Das heißt, potenziell... Ah, da ist ja noch so einer! Potenziell, wo Goblins sind, sind hier auch Harpien. Nicht, dass Harpien jetzt so schlimm wären, aber... Oh Gott, da sind sie. Aber sie sind halt schon nicht zu verachten, sage ich mal. Vor allem in größerer Menge. Einzeln ist kein Problem. Nichts zu holen. Okay, das ging gut. Da hinten ist noch eine. Die sieht mich aber gerade nicht. Oh Gott. Rechts, links, links, rechts. Ah, gut geraten. Noch mehr Mana. Hier. Gut, aber hier bin ich erstmal sicher, so wie es aussieht. Das heißt, ich kann mich hier heilen. Ja, ich hätte einen Fisch essen können, ich depp. Und ich brauche 160 Mana. Nochmal drei kleine Tränke. So, und ja, ich fühle mich nicht wohl. Sorry, das muss sein. Ich höre da drin noch etwas. Irgendwas flattert hier. Ja, hab ich hier, genau. Komm mal her. Komm mal her. Komm du mal raus. Ich hab nicht Angst, da reinzugehen. Und je mehr ich rauslocke, desto weniger ist danach drin für mich. So, was haben wir da noch? Drüben scheint nicht so viel zu sein. Da auch nicht. Okay, ich geh mal rein. Ach, noch ein Harpie hier. Gut, aber sonst nichts. Glück gehabt. Na, könntest du bitte mal treffen? Ja, die ist genau über mir. Das ist blöd an Harpien. Die fliegen einfach über einen. Zumindest, wenn man Nahkämpfer ist. Was ich ja eigentlich gar nicht bin, ich Idiot. Ich hab doch da ein Gegenmittel. Warte mal. Sehr schön. Ich glaube, das war gerade mein erster in einem Kampf abgeschossener Pfeil. Nichts zu plündern. Welchen Bogen habe ich eigentlich angelegt? Mal so gefragt. Was habe ich da gerade verschossen?
Ach, einen ganz normalen Pfeil im Jagdbogen. Okay. Kein Feuerpfeil oder magischen Pfeil. War also so gesehen noch nicht mehr Verschwendung. War einfach ein ganz stinknormaler Pfeil. Aber krass, dass es so direkt so viel Schaden macht. Aber ja, ich erinnere mich. Ich glaube, die Pfeile gehen durch die Rüstung durch, irgendwie so, ne? Oder? Nee, genau, geschossen haben wir extra Rüstung. So. Aber wenn halt die Gegner keine gute Geschossrüstung haben. Nichts zu plündern. Naja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob sie das haben. Egal, es hat funktioniert. Alles andere ist mir relativ zweitrangig. Jetzt will ich 40 Mana haben. Mann, das lohnt sich nicht. Ich trinke keinen Trank, der 10 Mana verschwendet. Aber ich speichere hier, weil hier oben scheinen hier noch mehr Gegner zu sein. Vielleicht sollte ich lieber den Eisblock nehmen. Sicher ist sicher. Ich sollte vielleicht außen laufen, damit ich möglichst weit um die Ecke schauen kann. Trotzdem so, dass ich irgendwie rechts am Bildschirmrand noch was sehe. Ein Goblin-Skelett. Okay. Boah, das ruckelt. Sind hier so viele Gegner, dass es ruckelt? Oder woran liegt es? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Ich schleiche hier nochmal. Ist mir egal. So, was haben wir da drin? Noch ein Goblin-Skelett. Irgendwas Großes, wie es klingt. Klingt jedenfalls nach was Großem. Gut, das ist auch schon mal erledigt. Ach komm, das war einfach. Das muss ich nicht speichern. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich gleich, weil ich nicht gespeichert habe. Oh oh, das sieht böse aus. Ein Dämon. Okay, ich speichere doch. Ja, nee, da speichere ich doch nochmal. So, was haben wir hier? Pech. Na toll, ich hätte lieber Glück. Gerade nichts her. So, einmal hier rüber. Eine Harpie. Okay, komm her, Harpie. Oh, das ist ein Dämon. Ach, das ist der Dämon. Mist. Der Dämon sieht mich hier. Ich habe noch nie mit einem Dämon gekämpft hier in Gothic 2. In Gothic 1 kamen die gute Erfahrung, aber in 2er? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich ihn hier einfrieren. Naja, gut. Ach, er kommt her. Na, danke. Ich hätte jetzt eigentlich gerne erst das Goblin-Skelett erledigt. Kommt der Dämon hier durch? Ich schätze mal, er hat nicht genug Platz. Oder er ist so langsam, dass er nicht runterkommt. Okay. Das soll mir recht sein. Aber nee, mir scheint, er kommt hier nicht rein. Er hängt irgendwo fest. Yep. Ups. Ah, hey, das funktioniert. Sehr schön. Das funktioniert. Dann hätte ich einen Blitz für dich. 3 Blitz, um genau zu sein. Auch ohne Zielerfassung. Und dann schauen wir doch mal. Ich kann ihn nicht anvisieren, verdammt. Ja, nee, sorry, wenn ich ihn nicht anvisieren kann, dann kämpfe ich ja auch nicht im Nahkampf, sondern gehe erstmal ein bisschen weg. Damit er selber ein bisschen von der Tür weggeht. Ja, das dauert jetzt zu lang. 64. 74. So. Dann bin ich jetzt bei 20. Genau, noch 2. Ey, wie das ruckelt. Ich wüsste gern, warum es gerade so ruckelt. Und ich brauche 170. Ich fülle mal eben auf, ne? Sicher ist sicher gegen den Dämon. Und so langsam gehen mir die Mana-Tränke wieder zur Neige. Hey, ich dachte eigentlich, ich hätte genug Mana. Und hatte eher Angst, dass mir die Heiltränke fehlen. Dachte mir, naja, ist nicht so schlimm, ich habe genug Mana-Tränke. Ich kann ja dann Wundenheilung einfach benutzen. Tja, Pustekuchen, ne? So, was? Was? Du hast gar keinen Schaden gemacht? Frier mal ein! Ja, nee, okay. Mir scheint, ich habe dem Dämon wieder keinen Schaden gemacht oder er regeneriert sich verdammt schnell. Hm. Nicht so geil. Gut. Aber vielleicht kann ich einfach vorbeilaufen.
Es gibt hier noch einen zweiten Stock. Vielleicht ist es da einfacher. Könnt ihr ja sagen. Was? Was? Stirb! Abschaum! Oh. Ups. Sag mal, ich will den Zauber wechseln. Warum machst du das nicht? Klasse. Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Nicht. So. Einer weniger. Was mir wieder an Heilpunkten, genau, an Lebenspunkten fehlt. 8 Pilze. Um genau zu sein. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Noch 30, dann kriege ich wieder 5 Mana. So, Mana brauche ich 90. Ja, ein 75er besser gewesen. Egal. Wird schon passen. Ich hoffe mal, da ist nicht schon wieder so ein Suchender hier oben. Sieht gut aus. Hier ist auch nichts. So, hier was? Sieht nicht so aus. Gut. Habe ich zur Not eigentlich meine Teleportrune bereit? Ja, geht auf der 7 zur Burg. So, hier oben ist. In Korin ist drüben der Schrein. Belial-Schrein. Das klingt nach Gegnern. Skelett! Och, aber guck mal, die sind ja einfach. Siehst du mal. Hier oben ist einfacher als unten. Gott, wie das ruckelt. Ich muss gleich die Aufnahme beenden. Das geht gerade gar nicht. Ich fürchte, da ist irgendwas im Hintergrund. Oh, Skelett! Wie, das war's schon. Okay. Na dann. Hey, es ruckelt nicht mehr. Okay. Liegt vielleicht doch nicht an der Aufnahme oder im Hintergrund. Das ist beim Spiel. So, hier habe ich leider keine Erfahrung gekriegt gerade. Gothic 1 ging das noch. Hier liegen ein paar Runen rum, okay. Oh, ein Runenstein, sehr gut. Und noch ein bisschen schwarzes Erz. Cool, gefällt mir. So, die Folge ist zu Ende. Gleich, aber zunächst. Moment, Blödsinn, keine Pilze, ich brauche Mana. Aber nicht dieses Mana, sondern das Auffüllen-Mana. Das brauche ich gerade nicht mehr. So, Goblin-Skelett erschaffen. Habe ich das neu oder habe ich das davor schon? Ich weiß nicht. Teleport zum alten Dämonenturm. Ah, ja. Das ist dann hierher sozusagen. Ich fürchte allerdings, das könnte mich runterbringen zum Dämon. Ich probiere das mal eben aus. Ich will es jetzt wissen. Vorher speichere ich. Teleport zum alten Dämonenturm. Schauen wir mal, wo der mich hinbringt. Ach, hier oben hin. Okay, alles gut. Alles gut. So, sehr schön. Gut, das Mana kann ich mir sparen. Dann würde ich mal sagen, ich werde jetzt mein Mana auffüllen. Mein Leben ist ja noch voll. Und wie viel brauche ich denn? 130. Das ist ja gar nicht mal so schwierig. 75er, 50er. Und das war's dann ja eigentlich schon. Gut. Ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier weiter durch die Gegend streife. Und dann in Richtung Eisdrache mich begebe. Vorher muss ich natürlich noch Biff nochmal abholen, damit er mir helfen kann beim Eisdrachen, denn alleine schaffe ich den ganz sicher nicht. Zumal beim letzten Mal, als ich dort war, haben die beiden Drachenjäger, Silvio und sein Kollege, ja auch nicht ausgesehen wie eine große Hilfe. Uah, wo kommt der denn her? Uah, ein Schocker zum Ende. Ja, haha, den werde ich nächstes Mal auf jeden Fall noch erledigen. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.